Ich gehe. Dann kann er nicht normal fahren. Wahrscheinlich war das jetzt schlimm. Und ich begrüße euch zu diesem OMSI 2 Special Video. Wir fahren heute mit einem 4-Achser Gelenkbus mit einer Gesamtlänge von 21 Meter auf der Linie 24A. Dabei habe ich mir folgende Ziele gesetzt: so wenig Unfälle wie möglich zu haben und so wenig Verspätung wie möglich zu haben und das mit einer vernünftigen Parkqualität. Lasst auf alle Fälle jetzt schon mal ein Like da, wenn euch das Format gefällt, kommentiert, was ich als nächste Challenge machen soll und abonniert den Kanal, um das nächste Mal nicht zu verpassen. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Oh, wir sind da. Gut, wenn keiner einsteigen möchte, den sei das überlassen. Wir fahren dann auf alle Fälle weiter zur Steintischgasse. So, da. Das war auch schon wieder so knapp. Man muss hier echt aufpassen mit dem Bus. Ich bin den Bus auch jetzt 4 Monate lang nicht gefahren. Noch dazu ist er halt sehr lang, was das Ganze nicht gerade vereinfacht. Ihr seht, der steht halt fast unter beiden U-Bahn-Gleisen. Aber so ist es. Das ist unsere besondere Challenge am heutigen Tag. Diese Frame-Ausbrüche da, die liegen an Kakran, die kriege ich nicht weg, egal wie wenig Objekte ich anzeigen lasse. Aber ich kontrolliere noch kurz, das E-Kollision erweitert mit allem, genau. Hoffentlich geht es da jetzt gut durch. Wenn hier jetzt die KI irgendwelche Faxen macht, nachdem es derzeit nicht ausschaut, dann doch, macht wieder Faxen, oder? Dann hätte ich halt Kollision deaktivieren, wäre kurz mit durch. Haut euch das an. Die fahren sich halt selber ein Chaos zusammen. Ja, kommt's. Da kann ich das nicht zählen lassen. Deshalb hier kurz Kollision mit anderen Fahrzeugen und Landschaft weg. Und wundert euch bitte nicht. Schaut's bitte kurz weg. Das zählt nicht zur Challenge, wenn sich die KI hier einfach so blöd verhält bei dieser großen Kreuzung. Aber jetzt sind wir durch. Wird sofort wieder aktiviert. Und die Challenge geht weiter. Sind leicht verspätet, aber das macht derzeit noch nichts. Ja, da wollen wir lieber einschränken. Das funktioniert halt manchmal in Kakran. Ihr seht es auch da schon wieder hier. Also auf der Straße kann sich ja alles lahmlegen, nur wegen der einen Kreuzung. Das ist so blöd. Aber es ist halt so und nicht anders. Da können wir ja zum Glück noch halbwegs durchfahren. Und die, keine Sorge, die Frames werden da auch bald wieder besser. Jetzt hoffe ich mal, dass der eine Motorradfahrer nicht fährt. Der fährt nicht. Oder? Jetzt wird schon langsam wieder besser mit den Frames. Naja, Sichtweite habe ich auch runtergeschraubt. Und heftiger Schnee, das heißt Rutschgefahr, kalte Temperaturen, alles ist heute mit dabei. Ja, da haben wir schon das nächste, Öland. Nee, schaut euch an, wie die da nach hinten schauen. Und dann, wenn ich da irgendwo in den Seitengassen herumdurch, haben wir da gleich kein Problem. Aber ich schneide ganz ehrlich jetzt schnell rüber. Ah, das war blöd. Dann warten wir hier den Dulli ab. Dann können wir hier wunderbar vorbeifahren. So, nächste Station Kakranenplatz. Bitte wundert euch wie immer nicht, dass es keine Ansagen abspielt, dass Ibis. Das liegt halt an diesem in die tut mir leid, jetzt dieser Ausdruck, aber es stimmt halt. Die macht halt solche Faxen, die sind noch auf OMSI 1 erstellt worden und das funktioniert irgendwie nur mit den Bussen von dem DLC selber. Den möchte ich ja auch noch
ein Video aufnehmen. Mit den anderen geht das halt überhaupt nicht. Und da bin ich schon froh, wenn die Zielanzeige halbwegs passt. Ihr seht es ja auch, dass hier nur 24 steht und nicht 24 Grad. So, jetzt haben wir eine 90 Grad Kurve bei einer Kreuzung. Ich gehe... Dann kann der nicht normal fahren. Wahrscheinlich war das jetzt schlimm. Also wenn so in Wien die Busfahrer fahren würden, wäre jeder froh. So. So. Alles einsteigen. Und die Steine. Heizung sollte eh von allein funktionieren. Hoffentlich. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass die Türen hier so schnell auf und zu gehen. Ich bin jetzt 4 Monate lang mit MAN-Bussen gefahren. Da geht bis da das Ding so richtig funktioniert. Ich meine, das liegt ja auch nur in den Augen. Das ist ja echt nicht so. Ich meine, die gehen schon schnell zu. Aber nicht zu schnell. Challenge ist halt manchmal auch noch. Schön die Kamera wechseln nach innen. Aber ich finde diese Perspektive, die ist so geil in den Bussen. Wenn man so sieht, was man selber lenkt. Oh, wir sind bei 0 Minuten. Ja, aber hier ist auch nichts mehr los. So, jetzt haben wir 60 Frames. Das ist hier. Ab hier geht's dann wieder. Wunderbar. Die Heizung, die könnten Sie die Heizung noch wärmen. Das ist eine Frechheit, weil. Wie viel Grad haben wir drinnen? Wie viel muss 1 Grad. Die läuft erst nach ein paar Minuten. Ist richtig gut. Müssen wir noch ein bisschen uns gedulden. Alter, wie viele Frames, so viel hatte ich lange in meinem Umsehen. Aber das ist ja gut, dann ging das jetzt weiter. 30 Sekunden Verspätung, nächster Halt, nächster Tor. Markomannenstraße. Oh, jetzt trennen sich wieder die Wege von 24. Oh nein, der schneidet ran, der schneidet. Ja, Digga, wenn er auch so blöd. Egal, sonst schneiden die hier immer ran. Und jetzt einmal bei dieser Challenge macht das nicht. Eigentlich nett von ihm. Aber irgendwie auch nicht. So. Aber irgendwie fahren die Busse, fahren sie irgendwie besser, seit ich mit den M1-Bussen jetzt dazwischen fahren bin. Also man hat irgendwie mehr Kontrolle und so, aber irgendwie auch weniger. Ist halt anderer Modder, also PC-Hersteller und so. Tag. Wartet. Das ist so ein guter Thumbnail. Boah, das ist schick. Die Registry war noch drinnen. Jetzt haben wir auf einmal 2 Minuten. Das schmeckt doch. ÖBB Gartenanlage. Nicht zu schnell, ich will ja keine 60 fahren. Dann die Kontrolle verlieren. Langsam beginnen zum Bremsen. Alter, wie viele steigen da ein? Das ist eine Station, wo der Bus meistens durchfährt. Mal aufpassen auf die Spiegel. Die Station ist eh hoch. Und dann Lübdelag. Digga. Das ist eine Meter. Digga, da ist so viel Verkehr. Das sieht derzeit so geil aus. Ja, ganz schön kalt im Bus. Da kommt. Und alles noch. Jetzt haben wir schon 2 Minuten 10. Strich, wer das weiß. Jetzt müssen wir aufpassen. An der Kurve ist immer zart.
Aber seht ihr schon, der Wind macht leichte Faxen. Ah, das sollte kein Problem. Ihr seht, schaut schon gut aus. Wir haben keine Probleme bis jetzt, außer die Verspätung. Aber das kommt dann erst, wenn der Bus nicht mehr seine eigene Spur hat. Das war ja bis jetzt sehr angenehm. Wir hatten ja bis jetzt sehr wenig Strecke mit Autos gemeinsam. Ach. Oh, das war knapp. Bist du narrisch? Boah. Herzinfarkt. Jetzt wird spannend. So. Boah, das war so eine geile Cutscene, Digga. Das macht richtig Spaß. Digga. Digga, warum waren die alle nur zwei? Ja, dass wir noch nicht verspätet, das Problem war. Schade. Hätten mir das ein bisschen ärger vorgestellt, aber anscheinend bin ich dann zu einem Omsi-Profi geworden. Eigentlich immer, wenn ich mit dem Farmen natürlich runterfällt. Wenn ich sie halt aktiviert hatte, und das hatte ich. Aber wir sind jetzt so reibungslos gefahren. Nein, das ist ja schön. Was soll denn das? Hab ich's grad verschwinden? Ich hab's grad verschieden. Digga. Warnblinker melden. Und was haben wir? Nix? Wir haben nix. Einfach nur ein Unfall. Und alle wollen aussteigen. Nee, Einstürzer. Von dem her ist es mir schnurzwurscht.
Und da sind wir durch. Wichtig. Nicht einmal den Bordstein berührt. Ein bisschen zurückgeschoben. So, nach Neuessling 8 Minuten Verspätung. Ein Unfall. Hätte besser laufen können. Damit ihr die Leute auch wieder fahren können. Und jetzt entlassen wir die Leute hier. Ich mache mal kurz alle Türen auf. Sollen alle reinkümmern. Saubere Leistung, genau so ist es. Genau, das war's mit dem Special. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Schreibt in die Kommentare, was ich das nächste Mal machen soll. Und abonniert den Kanal, um das nächste Mal nicht zu verpassen. Bis dahin. Ciao, ciao.